Guten Abend, liebe Pokémon-Freunde. Herzlich willkommen. Upsala, da habe ich vergessen. Lief gerade die ganze Zeit kein Ton. War ich gerade so blöd und habe keinen Ton laufen lassen? Kann wahrscheinlich möglich sein. Da habe ich nicht drauf geachtet. Dann tut's mir leid. Jetzt habt ihr aber wieder Ton im Hintergrund, weil ich glaube, spätestens wenn wir angefangen hätten mit Pokémon, dann hätte ich es wahrscheinlich bemerkt. Ja, heute wieder Pokémon. Zumindest zum letzten Mal in dieser Woche. Kamesin und wie ich es ja schon bereits, für die es wahrscheinlich jetzt nicht mitbekommen haben, ich habe ja letzte Woche damit ja auch im Stream angefangen, ne? Die ersten Momente und alles, die findet ihr auf dem Twitch-Kanal. Ich möchte gerne ja mal darauf hinweisen, dass unter anderem die ersten Minuten oder sagen wir mal die ersten, ich glaube 3, 4, 5 Stunden haben wir gestreamt, ich weiß es nicht mehr, 6 Stunden waren das sogar, werde ich nicht auf YouTube hochladen. Das hat nämlich einen Grund. Ihr wisst ja, ich war ja beim Release von Pokémon Karmesin und Purpur. Ich muss mich mal richtig hinsetzen. Ich merke gerade, dass ich mich richtig mittig setze. Sitze. Dass ich halt, wie gesagt, nicht hier war, sondern bei einem Kollegen, bei einem guten Freund, dem lieben Led Metallica, Gruß an dieser Stelle, dabei war. Und ja, hab dann natürlich da Pokémon Karmesin und Purpur begonnen. Ich bin nur halt mit der Aufnahme doch nicht so zufrieden, wie ich es mir dachte. Denn einerseits ist es nämlich so, dass nämlich vor allem die Tonqualität, mit der jetzt hier verglichen, nicht besser war. Fand ich. Ne? Also, und vor allem natürlich dann auch die Qualität an sich. Die Qualität des Streams, weil wie gesagt, ich habe ja mit meinem alten Lappy gestreamt, der ja unter anderem nämlich, das muss ich auch nochmal sagen, mal gucken, ja, wer weiß, vielleicht lade ich sie auch nochmal hoch, aber die sind zumindest jetzt auf dem Twitch-Kanal zu sehen, also sprich, hier zu sehen auf dem Twitch-Kanal, für die auf YouTube geradewegs gucken, vielleicht gibt es da dann die Möglichkeit, wie gesagt, euch auf den Twitch-Kanal zu bringen, wer weiß, ne, vielleicht ist das ja möglich, man weiß es nicht genau, aber ich würde natürlich sagen, wir machen heute direkt weiter mit Pokémon Karmesin. Wir haben ja gestern ja schon ein bisschen Progress gemacht, würde ich ja mal sagen. Und ich bin ja schon, was das angeht, ja schon ziemlich hardy ready, würde ich sagen. Denn einerseits seht ihr hier, zack, ja, so also ein paar minimale Änderungen habe ich nämlich durchgeführt. Und zwar nämlich die, dass der Emulator selbst zumindest ein bisschen nach oben gewandert ist. Und falls ihr Pokémon Karmesin oder Purpur besitzt, gerne Bock habt mit mir zu spielen, Ausrufezeichen Switch in den Chat und schon kriegt ihr meinen Freundescode. Den kriegt ihr auch nur hier. Also den blende ich jetzt nicht nochmal irgendwie ein oder sowas, sondern den kriegt ihr nur hier. Müsst ihr jetzt damit leben, so läuft es nämlich ab. So, dann wollen wir weitermachen. Wie gesagt, wir haben beim letzten Mal ganz großartig und stolz, möchte ich mal ganz kurz sagen, wir sind im Pokémon Center, okay. Höre ich gerade. Sehen tue ich noch nicht. So, da bin ich nämlich. Massive Aufläufe von Pokémon sind erschienen. Möchte ich gerne mal sehen. Wo haben wir sie denn nämlich? Wo haben wir sie denn nämlich, die massiven Aufläufe? Ja, wahrscheinlich auf der Route, wo ich hier bin, ne? Kann womöglich sein. Ja, wir haben beim letzten Mal ja den Orden gemacht und wenn ich mich nicht recht entsinne, habe ich auch vergessen, wohin wir müssen. Deswegen muss ich mal ganz kurz mal auf mein schlaues Handy nämlich gucken, was ich nämlich hier unten habe. Deswegen noch mal gucke, wohin wir müssen. Zur Psycho-Arena müssten wir, theoretisch. Das wäre hier, Psycho-Arena-Orden. Da würde ich dann mal das Ziel vorsetzen. Nach Azarilla. Oder habe ich schon... Nee, habe ich noch nicht. Tatsache. Doch, den... Warte mal, wie viel habe ich eigentlich von... Ich muss noch mal kurz gucken. Wie viel haben wir denn von... Vater Legenden nur noch einen. Straße der Sterne noch zwei. Dann passt das. Guck mal. Dann passt das sehr schön. Das ist sehr, sehr schön. Gut. Dann passt das so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und wir werden dann hier die Route runtergehen durch den Tunnel hier durch. Und dann kommen wir hoffentlich in Azarilla heute an.
Ich werde heute nicht so lange machen wie gestern, das ist ja auch klar, da müsst ihr euch dran gewöhnen. Und deswegen würde ich halt jetzt auch einfach mal sagen, wir wollen mal loslegen. Ich werde heute auch versuchen, im Übrigen genug Pokémon zu fangen, beziehungsweise auch genug Pokémon irgendwie an die Reihe zu bringen. Was ich aber erstmal mache, ist, glaube ich, ich lege mal die Tastatur erstmal hier so hin. Ich weiß, ich werde damit hier jetzt einiges, sagen wir mal, kaputt machen. So, jetzt aber nicht, weil ich will nämlich gerne die Tastatur hier so hinlegen. Warte mal, hier folgendes, zack. So, ist mit der Tastatur jetzt besser. Sieht's nämlich aus. Ja, ist ein bisschen angenehmer so zu spielen als die ganze Zeit so. Ne? Tut vor allem die Arme gut. So, beehre und bitte beehre uns bald wieder. Ich werde euch immer beehren, weil ich ja, wie gesagt, nach Damo. Also ich muss nach Dahlen, das heißt, ich muss hier lang gehen. Ist ein bisschen schwierig, das mit den... Warte mal, habe ich gerade einen Gierspenst gehört? Ist heute ein bisschen anders jetzt mal mit meinem Sound. Doch, ich höre einen Gierspenst. Einen Moment, ich habe einen Gierspenst gehört. Nee, das ist ein Pokémon. Greifen die mich auch im Pokémon Center an? Nö, tun die nicht. Aber ich habe einen Gierspenst gehört. Wo ist es? Wo ist es? Ich meine, ich hätte einen Gierspenst gehört. Kann mich auch wahrscheinlich mal wieder irren. Ne? Ist alles möglich. Doch, jetzt habe ich schon wieder gehört. Jetzt habe ich schon wieder gehört. Nein, ich will nicht kämpfen. Ich habe doch hier irgendwo ein Gierspenst. Da sag ich doch, ich habe ein Gierspenst gehört. Ne? Oh, ein Wuffels greift mich an. Ne? Lustig, dass mich ein Wuffels angreift. Sehr lustig. So, Angriff von Wuffels natürlich durch Bedroher. Ich habe ja wieder mal mein Garados vorne, Level 45. Ich glaube, ich lasse mal heute mal jemand anderen ran. Ja. Sind ja jetzt ja auch nur so schwache Pokémon auf... Also, was heißt schwache Pokémon? Pokémon auf einem eher niedrigen Level. So, dann würde ich mal ganz kurz mal... Ah, Maskagato ist schon fast... Ich würde da mal sagen, komm, Gardevoir ist heute mal dran. Gardevoir ist heute mal dran. Jetzt reicht's mir. Ja, komm. Mach das platt, mach das platt. Dankeschön. Chillingel. Ja, rufen wir es mal zurück. Wir wollen mal hier lang gehen. So. Ja gut, ich habe Pokéball geworfen. Ein Vehikel möchte kämpfen. Okay. Ein Vehikel möchte kämpfen. Jetzt haut's ab. Mann. Machen wir einen Zauberschein. Eine Feenattacke. Ist jetzt auch nicht so schlimm. So, weg bist du. So. Wo ist denn jetzt das Mehikel? Na, wo bist du jetzt? Das hat Angst. Da ist das Mehikel. Greif an! So. Wollte ich doch sagen. So ein bisschen habe ich das ja jetzt ja im Griff. Ne? Oh, da hinten möchte ich auch noch mal hin. Was haben wir denn da so Feines? Auch noch mehr Land. Oh, und das sieht halt auch nicht gut aus, denn hier könnte es ordentlich nach unten gehen. Ne? Da gibt es aber eine Terraform. Ein Terra-Raid. Das haben wir hier noch gar nicht im Stream gemacht. Also habe ich schon hier im Stream gemacht. Wenn ihr auf die Session von vom vergangenen Freitag nämlich guckt. Aber hier zu Hause noch gar nicht. Habe ich gegen dich schon gekämpft? Ja, habe ich. Warum habe ich das Item hier liegen gelassen? Ein Superball. So, jetzt werden wir mal einfach mal in die Richtung gehen. Da, wo nämlich in der Karte rechts unten uns das Ziel gezeigt wird. Ne? Wie gesagt, in der Karte auch unter anderem... Ah, die Mankeys. Hier sind die Mankeys. Verfolgen die mich jetzt? Nein, aber da möchte ein Pokémon kämpfen. Bisschen wie, das ist wieder das Chillingel gewesen. Ja, hab schon gedacht. Ist jetzt gut. Wahrscheinlich wäre eines der beiden Pokémon jetzt shiny gewesen. Also ein blaues Wuffels würde ich eigentlich auch nicht nein sagen. Ne? Sollte aufhören, einfach an die Shinies zu denken. Sollte einfach nur, wie gesagt, die Route hier durchlaufen. Hoffen, dass ich gute Pokémon finde, gute Trainer finde. Ich verliere nie, dann sind wir hier wahrscheinlich richtig.
Ich verliere nie, schon gar nicht, wenn es darum geht, wer von uns beiden am meisten Energie hat. Sicher? Ruben? Rubens Barrichello? Oh, Molunk. Oh, ich glaube, das ist nicht gesund für Gardevoir. Oder Korrosion. Ich weiß es nicht. Oh, ist so, doch, was heißt nicht gesund, ne? Ist ja Unlicht zum Teil. Ne? Also ist es schon mal ziemlich gut. Das war's. Guck mal. Ja. Ich habe trotzdem mehr Energie als du. Ja, ja, ja. Mehr Energie, aber wenig Geld. So, gehen wir mal hier lang. Ja, ein normales Wuffels. Hier wieder ein normales Wuffels. Wir könnten ja einfach mal, ne? Komm. Mach das nächste Wuffels platt. Das nächste Pokémon platt. Noch eins platt. Kriegt auch so XP, ne? Auch wenn es mickrige XP sind, alle Pokémon kriegen so XP. Gardevoir, wo willst du hin? Komm zurück. So. Oh, guck mal, was wir hier haben. Believe me, I'm the greatest Pokémon ever. Ne? So. Ich finde ja halt cool, dass mein Gardevoir Erfassung kann. Als Fähigkeit. Damit kann es jetzt gefühlt halt jede Fähigkeit... Oder jede Fähigkeit, nicht gefühlt jede, sondern wirklich jede Fähigkeit von diversen Pokémon annehmen. Jetzt haben wir hier diesen Super Mario-ähnlichen. Finde ich so. Ohne Witz, finde ich sehr lustig. Der sieht halt wirklich so, ohne diesen Stein oben auf dem Kopf, ne? Sieht es halt so aus, als wäre das dieser Super Mario-Pilz, ne? Das mal nur so kurz erwähnenswert. So, Gardevoir kann es nicht angreifen. Greifen wir mal den Zauberschein an. Oh, da läuft ein Mankey vorbei. Ja, das schnapp ich mir gleich auch noch. So, Geosali-Salz. Ja, komm her, Mankey. Ich habe aber ein bisschen Angst, dass wir gleich runterfallen. Dankeschön. Na, guck mal, kriegen wir die Munterkeit von Mankey. Ja, das machen wir ziemlich schnell. Ich hab's ja schon. Ja, ich hab's ja schon. Deswegen brauche ich ja jetzt nicht... entsprechend nochmal fangen. Machen wir mal das Fumpy weg. Ja. Entweder kommen die Pokémon ja auf dich zugerannt oder du rennst in die rein. Das ist ja quasi dann so auch der klassische Einstieg in den Pokémon-Kampf. Was ich auch sehr schön finde. Ne? Früher war das ja halt so nur Gras, du hast nichts bemerkt und oh, plötzlich zack kam das Pokémon. Ne, aber anscheinend kommt wohl das Spiel damit nicht zurecht, dass so viele Pokémon hier zu sehen sind. Ja, das muss dann Game Freak irgendwie fixen. Ja, verlangen wir ja schon die ganze Zeit von Game Freak. Game Freak, fix your game. Naja, mal gucken, ob es funktionieren wird, ne? So, hauen wir wieder ein bisschen weg. Muss eigentlich bedenken, dass ich dadurch halt einfach keine XP kriege. So, Mehikel! Na du? Ist glaube ich aus der Alola oder aus der Kalos-Region, ne? Eins von beiden. Ich weiß es halt nicht, ne? So. Mach's aber schnell platt. Ich weiß aber, dass gleich auch noch ein Makuhita auf mich zukommt. Genau da. So. Hallo Makuhita. Ich begrüße Sie. So, jetzt hat Gardevoir auch eine Speckschicht. Sehr nice. So, da werden wir natürlich die stärkste Attacke machen. Warte mal, das Ding hat auch eine Schwäche gegen... Okay, gegen Fee, wusste ich nicht. Gut, wie gesagt, die Feenattacke sehr, sehr interessant. Ne? So. Hoffen wir aber trotzdem mal weiter, wollen ja auch ein bisschen Progress im Game. Ne? Vielleicht kann es sein, dass mir da jemand folgt. Das Fumpy guckt mich so an. Dann rennen wir zum Fumpy, komm. Fumpy möchte kämpfen. Fumpy, Fumpy. Nye, nye. So. Für kurze Zeit kann mein Gardevoir Mitnahme. Das Lustige dabei ist, es trägt schon ein Item. Weil wenn es nämlich jetzt kein Item tragen würde, könnte es wahrscheinlich was suchen. Aber es ist ja ein Kampf.
Deswegen wäre das nicht möglich. Mehikel möchte auch kämpfen. Und da liegt ein Item, weil wir schon von Items sprechen. Na? So, Vegetarier. Okay. Das ist auch immer wieder spannend, so diese ganzen Fähigkeiten halt zu sehen. Ne? Also diese ganzen Fähigkeiten von den Pokémon. Das finde ich halt auch ziemlich nice. Ne? Macht halt auch schon irgendwie Spaß. So, ich musste mal gerade ganz kurz mal den Emulator, sag ich schon. Ich spiele nicht im Übrigen auf dem Emulator, ich spiele auf einer richtigen Switch. Den Player nämlich leiser machen, weil ich sonst nämlich zu laut für euch bin und naja, und so weiter. Willst du kämpfen? Er will kämpfen. Ja, der kleine Magni Junior möchte kämpfen. Ja, der möchte kämpfen. Ja, der möchte kämpfen. Ist gut. Entschuldigung. Passiert halt manchmal. Raichu 46, 47 fast. Na, was haben wir denn da? Schlafenden Stein. So, gucken wir mal. Oh oh. Ich lasse dir den Vortritt. Wie knuffig das auch immer so ist, wenn die Pokémon... Oh Mann, ey, ich finde Wuffels wirklich knuffig. Lohnt sich es eigentlich noch, Team zu wählen? Ich habe mein festes Team, gut ist. Ich würde es ja auch gerne entsprechend hier irgendwo einblenden in der Grafik. Das Problem ist aber, ich habe nicht von allen neuen Pokémon aus der Paldea-Region, habe ich nicht die, die Dingens. Oh, hier geht's direkt weiter. Moment, wo bin ich? Warte mal, wo bin ich nicht lang gelaufen? Oh, ich habe hier so eine kleine... Warte mal, ich bin kam von hier. Hier so hochgelaufen. Ach so, das ist der Weg gewesen, den ich nicht gelaufen bin. So, Fampi möchte was von mir. Ja, Fampi, komm hier hoch. Komm hier hoch, Fampi. Komm hier hoch, Fampi. Ich höre ein... Ohne Witz, ich höre ein Wuffels in der Nähe. Ja, komm hier hoch. Kommen Sie nicht hoch, ne? Geh mal hier runter. Apropos, wir haben das Item da hinten vergessen, ne? Egal, ich sehe hier hinten Neues. Kraftwurzel, nice. Aber ihr seht auch, es gibt auch Pokémon, die hauen einfach ab, weil sie Angst vor mir haben, ne? Irgendwo habe ich doch hier Items gesehen, ne? So ein kleines Blitzen am Boden ist, ne? Handelt sich nicht um das kleinste Shiny der Welt, sondern es geht dann um... Keine Ahnung, um ein Item. Da war es. Ein Trank. Ja, guck mal. Oh, zack, auf einmal haben wir hier Mehikel-Schwarm. Ich warte ja noch so drauf, dass auf einmal so ein Wuffels-Schwarm hier ist mit einem Vulvarock. Das wäre cool. Ne? So. Ich habe ja auch schon gekämpft, ne? Ach, ich... Ah, so, nee, ich trottel. Ich komme ja von da, ne? Hä? Ich bin komplett durcheinander, ne? Ich bin komplett durcheinander. Ich bin komplett durch. Mir ist heute nämlich im Übrigen was ziemlich Beschissenes passiert. Mir ist mein Schlüssel abgebrochen, als ich rausgehen wollte. Ich wollte heute einen kleinen Einkauf tätigen. Und dann ist, ach, guck mal, wie ich es mir gedacht habe, ich bin irgendwann umgekehrt. Ich wollte einkaufen gehen und dann ist mir der Schlüssel abgebrochen. Ich habe zumindest riesen Glück gehabt, dass ich den Schlüssel noch aus dem Schlüsselloch gekriegt habe. Aber habe auch noch einen Ersatzschlüssel gehabt. Also, ne, das war zumindest so meine Rettung. Oh mein Gott, ein Schwarm Mankeys. So. Möchte eine dieser Pokémon kämpfen? Du hast dreimal gerufen, Wuffels. Willst du oder nicht? Aber ich will. Ja, wie gesagt, wenn man reinrennt und das Pokémon kommt angerannt auf einen zu oder man wirft einen Ball mit ZR im Übrigen, dann klappt das, ne? Ich muss mal Dingens aufladen. Ich glaube, ich müsste mal auch mal AP Plus einsetzen, sehe ich gerade. Bei gewissen Attacken. So, würde ich dann auch mal machen. Wo haben wir dann unseren Beutel? Haben wir das hier? Ich könnte aber... Oh Gott, ich habe 26 mal Äther. So viel hatte ich noch nie in einer Pokémon-Edition. Aber es trägt halt auch eine... Nee, es trägt... Warte mal, dann müsste ich hier eine Yonago-Beere geben. Habe ich nur einmal, ne?
Hier, AP Plus habe ich auch nur einmal, ne? Machen wir hier, komm. Hydropumpe. So, Protein haben wir auch wieder. Würde keine Wirkung zeigen. 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 Ah, bei Lucario geht noch alles. Würde keine Wirkung zeigen. Würde keine Wirkung zeigen. Keine Wirkung. Keine Wirkung. Keine Wirkung. Lucario? Keine Wirkung. Gut, dann kaufe ich Eisen. Ich habe Pech gehabt. Ja, guck mal, Donnerstein habe ich ja schon gegeben. Nämlich meinem Raichu. Das sind die Pokémon-Materialien. Mayonnaise. Und alles andere. Wir haben noch nie, ich bin ganz ehrlich, wir haben noch nie in die Abenteuerfibel geguckt, ne? Drücke den X-Knopf, um das Hauptmenü zu öffnen. Dort willst du speichern aus, dann kannst du einen Stand. Achso. Da steht alles. Smart Rotron. Haben wir alles nicht benutzt. Massive Aufläufe, guck mal. Ach, so sind die zu erkennen. Manchmal sind auf der Karte Pokémon-Symbole zu sehen. Das bedeutet, dass sich an diesem Ort eventuell Exemplare der jeweiligen Pokémon-Art tummeln. Sieh dich dort mal ruhig mal um. Oh, nice. Terra Raids haben wir auch. Terra Raid-Regeln, Picknicks, Mahlzeiten, Poke-Clean und so weiter und so fort. Wir müssen mal heute mal picknicken, weil ich unbedingt mal Bock habe, dass wir mal unsere Pokémon mal einfach mal so sehen. Deswegen müssen wir heute auch noch mal picknicken. Wenn ich das mal irgendwie reinbekomme. Flugtaxi. Ja. Im Übrigen, für die, die es auch noch nicht wussten, wir müssen die Trainer jetzt ansprechen, anstatt dass sie uns ansprechen. Bist du ein Pokémon-Trainer? Dann ist das Flugtaxi nämlich kostenlos für dich. Ja, ich bin Pokémon-Trainer. Taxi-Pilot Detlef fordert dich heraus. Na denn. Oh, natürlich setzt er ein Vogel-Pokémon ein. Dachte ich es mir schon. Ein Flug-Pokémon. Kranowitz. Ja, ist ja aus der Dingensregion, ne? Aus der Galar-Region. Ich habe ja, wie gesagt, ja Schwert und Schild nur angespielt, beziehungsweise Schwert angespielt. Nie durchgespielt. Raichu 47. So, jetzt kommt Krawalloro. Bleiben wir mal dabei. Ich weiß jetzt nicht, wie gut, was es ist. Ach, es ist dieser Vogel hier mit der, wie ich es nenne, Vogel mit Schmalzfrisur. Ne? Und das Krawalloro ist weg. War's das? Ja, das war's. Sehr schön. Du bist eindeutig ein Trainer. Ja. Was hätte dagegen gesprochen? Gut, bei einem Pokémon also ein... Oh, ich hätte schon wieder gedacht, das wären... Meine Güte. Naja, was haben wir denn hier? Standpauke. Okay, die TM hatten wir schon. Wir könnten hier runterspringen und runterfliegen. Ich würde aber hier runtergehen. Ich würde den Weg auch wieder zurückgehen. Da möchte ein Mehikel mit mir kämpfen. Und danach ein Fumpy. Okay. Das Fumpy haut schon ab. So, nein, ich will nicht. Das würde ich so feiern, ne? Wenn andere Pokémon auch von den Attacken getroffen worden wären. Ah ne, das Fumpy steht da noch. Oder war das nicht das Fumpy da hinten? Ne, das war das Fumpy da hinten, was weggelaufen ist. Egal. Jetzt hat das Fumpy hier Pech. Machen wir nochmal. So. Boom. So. Kriegen ja immer schön eine Fumpy-Kralle. Selbst wenn es ein Donphan wäre, würden wir eine Fumpy-Kralle bekommen. Ne? Eigentlich auch hier so runter, ne? Oh ne, das doch hier so runter. Haha. Yay! Snowboarden ohne Schnee und ohne Board. So, es wird wieder dunkel. In Paldea. Ich sehe da hinten jemanden. Ist hier auch ein Item? Warte mal. Hoffentlich falle ich nicht. Und schwupps lasse ich sie fallen. Nein. Was los? War! Hast du mich erschreckt? Was? Du willst kämpfen? Okay. Das ist ein Wissenschaftler, ne? Forscher Ludger. Ja, guck mal. Was hat denn der für Pokémon? Ein Ditto! Nice. Wir haben ja gestern aus Versehen eins besiegt.
Ne? Was ich erst recht spät bemerkt habe. Ne? Naja, aber wir machen mal Zauberschein drauf. Gut ist. Ne? Und Ditto wurde besiegt. Auch sehr schön. So. Und Level 46 für Gardevoir. Sieht immer so aus, als würde er gleich runterfallen. Ich bin nur froh, dass ich vor lauter Schreck nicht heruntergestürzt bin. Dinge können kaputt gehen. Naja, sagen wir es mal so. Von der Kante, von hier sieht's, warte mal. Von da sieht's aus, als würde er fallen. Von so. Ne, aber gut, jetzt ist uns auch die Sonne quasi im Gesicht. Ja, mal gucken, wer möchte, wer möchte, wer hat noch nicht. Wer möchte, wer hat noch nicht. Mal gucken, mal, Wuffels möchte unbedingt. Und Mehikel und, wow. Ja gut, die beiden wollen auch. Jetzt hauen sie ab. Guck mal. Oh, das hat Adlerauge. Ja, das hat Adlerauge. Ein Volltreffer, bam. Ich sehe gerade eine 1. Was ist los? Hat mich jemand angeschrieben? Ne, mich hat niemand angeschrieben. Ja, guck, das Mehikel möchte. Dann soll es auch. Ich habe nichts dagegen. Ich nichts dagegen haben. Ne? Ich habe nie gesagt, dass ich was dagegen habe. So. Machen wir mal wieder. Wieder Zauberschein. Ich habe genug Äther. Das geht ab. Definitiv. So. Möchte das Wuffels auch nochmal? Das muss mich dann verfolgen. Na, wo bist du? Da bist du. So, der Regen beeinflusst ja auch, ne? Oder? Munterkeit. Guck mal. Ne? So, machen wir mal Säuselstimme. Müssen wir nicht immer irgendwie... Wir haben ja große Auswahl. Gut, wenn ich jetzt Hypnose machen würde, dann heißt es, ich würde es fangen wollen. Aber naja. Oh, da hinten ist ein Item. Da ist der nächste Trainer. Das Mehikel möchte da auch hin. Nein, meins. Danke, ein Äther. So. Da vorne ist es gefährlich. Wieder die drei Verdächtigen, ne? Mann. So. Guck mal, das Wuffels hat's bemerkt. Ich gehe jetzt, ich bin beleidigt. Was ist das denn? Oh, es ist ein Elektro-Pokémon. Blitzigel. Britzigel. Okay. Machen wir mal Psystrahl. Ja. Oh, es gewittert sogar. Habt ihr es gesehen? Das war's schon. Bist ja noch gefährlicher. Die Geschmäcker sind wieder arschgespalten, sag ich nur. Sollten uns mal langsam in die Höhle begeben. Erstmal machen wir mal das Wuffelsplatt, was uns eigentlich anwuffeln wollte. Schon wieder mit eins mit Adlerauge. Na, komm her. Boom. So. Welches ist es? Sehr schön. So. Das Item, wo das Nebulak auch noch steht. Warte, Nebulak haben wir, ne? Will es vielleicht auch was? Oder, wer zuerst kommt, mal zuerst. So. Menki. Okay. So. Das können wir bei dir ganz schnell machen. Ganz schnell und einfach. Indem wir nämlich Folgendes machen, Menki. Was hast du eigentlich wieder, du komisches... Nein. Wir müssen das so machen. Und dann so. Will er gar nicht, ne? Guck mal. Selbst wenn ich jetzt sehr viel Kabel gebe, ne? Will das Mikrofon das nicht. Machen wir das so, dann mache ich das hier schön eng. So. Ja, mache ich schon. Ich klicke schon. So, machen wir Zauberschein. Anscheinend ist das auch sehr effektiv. Tatsache. Sehr effektiv sogar. So. Lucario ist das nächste Pokémon, was eventuell ein Level-Up erreichen könnte. Oh mein Gott. Azarilla-Grotte. Ich sehe einen Kaumalat. Ich sehe einen Molunk. Ich sehe einen Zubiris, dich habe ich noch nicht. Ich sehe Medite, meine Güte, so viele Pokémon. Ich stehe so geradewegs so am Anfang dieser Höhle, ne?
Oh, jetzt haben wir wieder Pokémon, die auf einem guten Level sind. Aber leider bringe ich Zubiris immer um. Ja, vielleicht bei, ja, Hypnose zeigt er ja nicht an, ob es wirkt oder nicht. So, hier, Kaumalat, ich brauche dich. Ey, ich möchte dich. So. Sandschleicher, okay. So, Level 14, upsala. Ja gut, da mache ich es folgendermaßen, so wie ich es angekündigt habe. Erstmal schön Hypnose. Schnarch, schnarch, schnarch. So, dann hoffe ich mal, dass du... Ja, das hätte zumindest Game Freak auch machen können, ne? Wenn die Pokémon schlafen, Augen zu. Das haben sie ja zumindest in einzelnen Editionen ja hingekriegt. Nein! Och Mensch, Kaumalat! Also mit Superball kriege ich's, ne? Komm her. Schmeiß ich. Hopp! Eins, zwei, drei. Drin. Sehr schön. Ein Kaumalat haben wir gefangen. Level 14. Auch sehr gut. Und zwei Kaumalat-Schuppen bekommen. Ein Landhai-Pokémon. Es verbirgt sich in kleinen Höhlen, aus denen es herausspringt und vorbeilaufende Gegner oder Beute beißt. Manchmal bricht es dabei einen Zahn. Ja, ist Drache-Boden. Und 0,7 Meter groß und 20,5 Kilo schwer. Dieses Kaumalat. Zack. Neuer Eintrag für den Pokédex. Warum auch nicht? Guck mal, das Nibulak steht hier. Ja, dann schnapp ich dich auch noch. Mann, 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 Mann. Dich habe ich aber schon, ne? Ja, deswegen ganz schnell Psi-Strahl. So, Level 15. So. Oh, wir haben sogar Diktri hier. Molunk steht so neben mir. Diktri haben wir hier. Das Pokémon ist neu. Yo. Plus. Riffex. Ach, guck mal. 38. Ja, dann machen wir Psi-Strahl. Ist das nicht das Pokémon, was wir gestern hatten? Ne, gestern in der Arena? Oh, guck mal. Das Medite will abhauen. Lucario, 48. Es versucht, Sternhieb zu erlernen. Was haben wir denn so Feines für Sternhieb? Was ist es denn? Oh ja, komm, dafür machen wir Metallklaue weg. Wieder dahin. Das Medite. Medite, komm! Komm mal her! Boom! Hier gehörst du. So. Ist ja Kampfpsycho. Eine sehr interessante Kombo. Ne? Deswegen mache ich mal Psi-Strahl. Wenn es überlebt, fange ich's. Sage ich immer und passiert nie. Finde ich so ein bisschen kackendreist, ne? Naja, so. Dann können wir uns jetzt mal ein bisschen weiter in der Höhle bewegen. Gucken, ob die restlichen Pokémon uns... Ich will Medita haben, jetzt, come on. Na? Mehr, danke schön für deinen Resub im 8. Monat. Danke, danke. Wie geht's? Wie steht's? Wie weit bist du beim Spielen? Oh, Hypnose verfehlt. Warum? Turmkick. Tut sich nicht dabei auch weh? Ne, nur wenn es nicht trifft, ne? Genau so war das, ne? Wenn der Turmkick nicht funktioniert. Dann klappt das nicht. Turmkick. Durch. Durch, nice. So, jetzt aber Hypnose. Oh, zum dritten Mal nicht. Ja gut, dann machen wir was anderes. Meine Güte. Wieder Turmkick. Jetzt soll es eine Stimme, ist mir jetzt egal. Hast jetzt Pech gehabt. So, dann fange ich dich nicht. So, Fiarus nächste Pokémon, was Level Up haben wird. Oh, da gibt es ja wieder Lavitas. Guck mal, hier sind wieder Lavitas zu finden. Ich meinte Beere. Schön, dass ich mit dieser Taste, oder welcher Taste war das? Keine Ahnung. Na egal, mit irgendeiner Taste habe ich gerade eben geguckt. Und das Zubiris rennt mich an. Mann, Mann, Mann. Aber du bist jetzt, glaube ich, noch damit beschäftigt, den Pokédex zu vervollständigen, oder? Also die Pokémon, die du zumindest in Dingens bekommen kannst. Ne, in...
Purpur spielst du, ja stimmt, du spielst Purpur. Ne? So, Zubiris weg. Fiaro 47 lernt auch was. Rückenwind. Ich meine, das ist eine Normalattacke, ne? Das ist auch eine Flugattacke. Nee, mache ich nicht. Das und das zweite Mal die Arenaleiter durchmachen und Shiny-Jagd etc. Shiny-Jagd. Ich bin auch ein Shiny. Naja, wo jetzt eigentlich lang? Gehen wir mal hier lang. Hier kommen wir nicht. Oh, ein Pokémon. Ja, ich habe den Namen vergessen. Tut mir leid. Oh, ein. Ah, Kapunu war das, genau. Scheiße. Klappt Hypnose. Ja, es klappt. Das gleiche, was wir gleich jetzt auch. Was wir vorhin gemacht haben mit Kaumalat. Ne? So, es schläft, es schnarcht. So, ein Superball reicht auch, oder? So. Oder auch nicht. Ja, es schläft noch, das will ich auch hoffen. So, jetzt aber. Come on. Jetzt ist es wieder aufgewacht, Kraftschub. Ja, werd noch stärker. Werde noch stärker. So. Komm, das probieren wir jetzt nochmal. Hypnose. Und jetzt geht's daneben. Geht dreimal Hypnose jetzt daneben, bringe ich dich um, Kapunu. Es tut mir leid. Außer du haust gleich mein Gardevoir weg, wenn du noch weiter Kraftschub machst. Alter, das gibt's nicht. Jetzt trifft's überhaupt nicht mehr. Was ist denn hier los? Mein zweites Miradon habe ich jetzt auf 100 und farm noch 5er Terra Raids. Nicht schlecht. Ne? Ah, endlich. Wollte schon gerade sagen, welches Pokémon steht hinter Gardevoir. Das ist aber mein Charakter. So. Und du willst keine Superbälle? Also kriegst du jetzt Hyperbälle in den Kopf geschmissen. Alle. So. 66 Stück habe ich ja. So. Bam. Rein da in die olle Luzi. Geht doch. So einfach ist das. Hallo Lett, guten Abend. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's wirklich gut. So, machen wir das jetzt mal so hier. Zack. Kapunu, ein Hau drauf Pokémon, Unlichtdrache. Da es nichts zu sehen, da es nichts sehen kann, beißt es in alles hinein, um es zu untersuchen. Bis Kapunu Vertrauen zu einem fasst, wird man mit Wunden übersät sein. Wo ist der Trainer hin? Den gibt's nicht mehr. Den hat Kapunu gegessen. Ich lurke schon die ganze Zeit. Naja, geht so. Ja. 0,8 Meter groß, 17,3 Kilo schwer. Kriegt natürlich keinen Spitznamen, wird erstmal auf die Box gepackt. Auch mit einem sehr schönen Cover. In dieser Enzyklopädie. Gut, hier geht's nicht weiter, ne? Zumindest steht da oben ein Molunk und guckt mich so blöd an. Na egal. Hallo Lavita. Dich kenne ich schon. Oder willst du mich angreifen? Da ist noch ein Dummiesel. Noch ein Medite. Das hat mich auch bemerkt. ...0,8 Meter groß. Dir ist bewusst, dass, ne, 80 Zentimeter. Ich glaube, da wäre der Mensch schon tot, wenn der eine Latte kriegt. Ne? Wenn der eine Latte kriegt, hallo? Gut, die wollen nichts von mir dann weiter. Ich habe ja fast alle gefangen. Aber trotzdem kacke. Ich habe Gardevoir vorne. So, jetzt haben wir hier wieder Dickdri. Na, will es was? Will es uns? Will es uns jagen? Na? Es kommt nicht auf uns zu. Oder ist es ein vorgetäuschter Angriff? Wir machen es einfach, come on. Wenn es schon da wie bestellt und nicht abgeholt steht, also uns näher kommt, hat jetzt auch keinen Sinn, ne? Aber egal. Oh, ein Zubiris lief da gerade einfach mal ein Zubiris vorbei. Ja. Oh, Trugschlag. Oh, das war aber ein Volltreffer. Jetzt gibt es erstmal hier Level 40, guck mal. Das sind Pokémon zum Fangen. Aber ich habe schon Dickdri. Beziehungsweise, warum habe ich schon Dickdri? Nee, ich habe kein Dickdri. Stimmt, ich habe Dickdri aus dem Team geschmissen für Lucario. Also für mein Riolu damals.
Verdammt! Na egal. So, erstmal heilen. So, ich sehe hier ein Item. Nein, Pokédex brauche ich nicht. Obwohl, warte mal. Ha! Jawohl, 130 Einträge habe ich jetzt. Ein Finsterstein. Brauche noch 10 Einträge, dann kriege ich Finsterbälle. Dich wollte ich. Dankeschön, Koraidon. Schutz. Na, komm her. Komm, wir spielen jetzt. Komm, wir spielen jetzt ein bisschen mit Zubiris. Na, wo willst du hin, hä? Na? Scheiße, das hat mich. Aber ein schönes Spiel. Aber du musst jetzt mal auch ein höheres Level haben, oder? 39. Ja, es geht. Buddy, wie lange hat es eigentlich gebraucht, bis die Kripo bei dir sich gemeldet hat und vor allem welchen Weg? Post oder Telefon? Das war bei mir per Telefon. Wie lange, weiß ich schon gar nicht mehr. Ich glaube, das waren 3 bis 4 Wochen. Irgendwie sowas um den Zeitraum. Mal guck mal, wer da steht. Ja, kommst du runter, Pokémon? Weißt du was, wir machen es einfacher. So, uff. Ja, weiß ja, die Polizei und so weiter, ne? Komm, mach mal Säuselstimme. Damit ich Riffex fangen kann. Och, das ist ja fast gar nichts. Angeberei, das ist nicht gut. Jetzt ist es verwirrt. Das wollte ich nicht. Dann machen wir nochmal Zauberschein. Können ja gleich einen Äther nochmal draufhauen. Außer es schlägt sich jetzt selbst. Sehr gut. Okay, das ist jetzt ready zum Fangen. Oh, Ladungsstoß. Ja, ich würde trotzdem nochmal eine Hypnose probieren. Ja, schlägt sich. Nee, doch nicht. Aber Hypnose geht daneben. Schade. Ja. Auch Riffex trifft jetzt nicht. Und? Jawohl. So. Es schläft. Weniger als die Hälfte der KP. Das heißt, wir können es fangen. So. Ja, es schläft. So, da würde ich aber dann einen Superball probieren, weil bei den Werten, also bei dem Status jetzt, was Riffex hat, will es nicht rein. Und es ist direkt aufgewacht. Bitte was? So, jetzt kommt nochmal ein Ladungsstoß. Ist jetzt nicht so heftig. Ne, ich würde mal nochmal Hypnose probieren. Und es hat wieder funktioniert. Na, guck mal. Das Lavita guckt sehr gespannt und denkt sich so, schaffe ich es gegen dieses Pokémon? Theoretisch, ja. Mann, 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 Riffex. Was möchtest du für einen Ball? Ein Schleimerball? Also ich probiere es jetzt noch zweimal mit dem Hyperball. Guck mal. Es ist immer bei Pokémon so. Immer hilft Drohnen. Drohnen, 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 Drohnen. So. Riffex, die Weiterentwicklung von Toxel. Weil wir nämlich noch was von Toxel bekommen haben. Ein Elektro-Gift-Pokémon in der Hochform. Wenn es Elektrizität absondert und dabei giftigen Schweiß verspritzt, so erklingt in der Umgebung eine Melodie wie von einer Gitarre. 40 Kilo schwer, 1,60 Meter groß. Interessant. Ne? Ja, von Toxel die Weiterentwicklung. So. Und Lavita willst du jetzt auch? Erstmal hauen wir einen Trank rein. Und noch etwas. Wir haben ja 700 Stück davon. Gefühlt 26. Mal wieder voll. Obwohl, eigentlich, ja, beim nächsten Mal nehme ich Elixier. Gut, es will nicht. Okay, da ist noch ein Lavita. Da ist noch ein Lavita. Hier ist ein Molunk. So, und wait. Ich muss da hoch, ne? Deswegen werde ich da wahrscheinlich nicht hochkommen, ne?
Ach, halmelalalalalalala. Entschuldigung. Ach, guck mal, ich war grad. Och Mensch, das ist zu wenig Schwung. Wie komme ich denn da lang? Kann mir das mal gesagt werden? Oh, die Familie Trump, guck mal. Auch mal wieder zu Besuch. Ja, och Mann. Nochmal. War nicht die Familie Trump gerade hier? Egal. Wait, da ist eins im Blau. Moment. Schade, es ist nicht shiny. Na hoi, das muss ich selbst schauen, wie du da hoch kommst. Muss immer bei dem Pokéball immer an Bill und Ted denken. So, dann machen wir nochmal Zauberschein. Ich will diese Form auch fangen. Ja. Nochmal Zauberschein. Oh, das ist diesmal ein bisschen knapper. Ja, jetzt kommt es wieder mit Angeberei. So, Hypnose. Vielleicht klappt es diesmal richtig, wie ich es mir wünsche. Nein. Natürlich nicht. Kreideschrei. Eieiei. Kreideschrei, eieiei. Muss nicht sein. So, jetzt komm. Boah, schon wieder nicht. Mach's ein drittes Mal nicht, schmeiß ich so einen Ball. So, komm. Immer noch verwirrt. Danke. So. Bei Reflex Augen sieht man sowieso nicht, ob es schläft oder nicht. Also das ist scheißegal. So, gleiche Spielchen wie vorhin, auch wenn ich die schon habe. Diese Form habe ich zumindest noch nicht. Eins. Drin. Was war ein besserer Fang? So, das müsste aber jetzt eine andere Form sein, oder? Wird das im Pokédex auch angezeigt? Die Tiefform. Aha. Guck mal. Kein Gegner kann es aus der Fassung bringen. Dies und die Lässigkeit, mit der es Streit sucht, erklären wohl, warum die Jugend es so schätzt. Boah, ich möchte auch wie ein Reflex sein in der Tiefform. Ja, das ist ja die andere Form. So. Och. Nein, 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 zurück. Ich muss erstmal mit der Steuerung wieder klarkommen. Nein. Warte mal. Oh. Ja, ich bin hochgekommen. Mann, war das eine schwierige Geburt. Hier ist wieder Capuno. Ne, und so weiter. Oh, muss ich noch höher? Irgendein Pokémon möchte kämpfen. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. So, ich würde aber trotzdem mal... Machen wir jetzt einfach, komm. Ich habe Elixier. So. Boom. So, ich will einfach mal hier weiter mal gucken. Da ist ein Trainer. Guck mal. Und ein Hariyama. Ich sehe deine Zukunft. Ja, du siehst meine Zukunft. Soll ich dir voraussagen, ob du es aus dieser Höhle schaffen wirst oder nicht?
Okay, oh Gottes Willen. Nathaniel. Heißt nicht so der Staatssekretär in NRW. Elektrobumm! Gleich macht es Bumm. Ist aber nicht blau. Ha! So, machen wir Psi-Strahl. Oh, Magnetflug. Schwebt aufgrund von Elektromagnetismus. Okay. Aha, also kann sich Elektrobumm sich diesmal vor Schaufler, Erdbeben und Co. retten. Aha. So. Tja. Und zack, wurde er besiegt. 48 für Mascagato und 47 für Gardevoir. Ja, ich würde es auch schaffen, habe ich doch gesagt. Und Pokédex wurde aktualisiert, weil ich Elektrobomb noch gar nicht gesehen habe. Oh, hier ist Wasser. Wait, hier ist Wasser? Also, Diktri, ich möchte nichts sagen, aber Wasser ist dein Feind. Ne? So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht runter... So. Das Zubiris möchte zu mir. Björn, grüße dich. Na, was geht? So. Jetzt können wir hier auch schön rüber. Na, können wir einmal hier so hoch. Oder so hoch. Ach, guck mal, hier ist die Familie Trump. Guck mal. So. Da kamen wir gar nicht hoch. Na, da ist das Hariyama, was ich vorhin angesprochen habe. Auf einmal wieso die... Ah, Medite und Co. Hier will ich auch noch hoch. Ah, bitte. Will ich auch noch mal hoch. Was haben wir? Steinknochen. Erneut. Ach, guck mal. Direkt hier die Weiterentwicklung. Ne? Von Knaxel haben wir hier. Bei mir ist alles gut und bei dir, ja. Außer, dass mir heute mein Wohnungstürschlüssel kaputt gebrochen ist. Und das Gott sei Dank noch so, dass ich Glück im Unglück hatte. Geht's mir gut. Ja. Oh, das lässt sich fangen. Ja, mir ist ja, ich erzähl's gern nochmal. Noch einmal. Nein. Mir ist mein Wohnungsschlüssel ist mir gebrochen, ist kaputt gegangen. Und ich hatte zumindest Glück im Unglück, dass ich A, erstmal nicht die Tür zu hatte und B, dass ich noch einen Ersatzschlüssel habe. Ja. Und C, dass ich nicht den Schlüsseldienst rufen musste. Weil hätte ich den Schlüsseldienst gerufen, na, dann wäre es lustig gewesen. Ha, hat keine Wirkung. Knaxel, du bist im Arsch. Weil das ein Feen-Pokémon ist. Ja, das ist Mist. Das ist Kaka. Aber ich habe halt, wie gesagt, einen Zweitschlüssel. Kann jetzt nicht viel schief gehen, außer dass der dann noch kaputt geht. Also ich müsste mir, wenn mal ein bisschen mehr Geld wieder da ist, nächste Woche gibt es ja wieder Geld, dann werde ich mir wahrscheinlich mal wieder einen machen lassen. So als Sicherheit, zur Sicherheit. Ne? Oder ich muss das wahrscheinlich mit der Hausverwaltung absprechen. Oh, Karados, 46. So, Knaxel haben wir als neues Pokémon dazu bekommen. Ein Drachenboden-Pokémon. Ab und zu häutet es sich und verliert Schuppen. So wie ich. Medizin, die solche Schuppen enthält, macht müde Körper munter. Aha. 1,4 Meter groß, 56 Kilo schwer. Nicht schlecht. Da haben wir es. Weiterentwicklung von Kaumalat im Übrigen. Für die, die es wissen wollen. Oh, wir müssen noch weiter hören, ne? Oh Gott. Oh Gott! Was haben wir denn hier jetzt? Wieder ein Item... Können wir auch hier wieder hoch? Nicht, dass ich hier dann wieder fluchen muss und sagen, hey, komm hier nicht hoch. Aber wir kommen hier leicht hoch. Nein, du bist nicht shiny. Aber die Grafik sieht gerade irgendwie komisch aus bei Medite, finde ich. Na egal. Machen wir Zauberschein, gut ist. Ne? So, und besiegt. Natürlich. So, einmal hier hoch. Och, warum kommst du nicht hoch, Koraidon? Koraidon. Die müssen wir da gar nicht hoch. Das Item ist direkt hier. Für drei Supertränke machen wir das.
Ja, für 3 Supertränke. Und was haben wir hier? Ein Sonderbampfer. Dafür tun wir es doch gerne. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Guck mal. Ah, okay. Und gleich wären wir wieder runtergefallen. Wäre auch ein bisschen doof gewesen. Ja, ja. So, können wir dann hier auch nochmal hoch? Och Gott, Koraido. So. Zubiris hätte gerne gekämpft, ich weiß. So. Ach, guck mal, jetzt wieder die Familie Trump. So, ein Superball. So, dann haben wir wieder ein Medite. Noch ein Medite. Sehr gut. So, noch ein Knaxel. Noch ein Molunk. Das wird interessant. Geht doch. Oh, da ist wieder eine Trainerin. Sehr schön. Und wieder ist ein Hariyama in der Nähe. Was hat das zu bedeuten? Oh. Ich wusste gar nicht, dass es Reit-Pokémon gibt, die es so mit steilen Engen aufnehmen können. Ich wusste, dass ich hier Koraidon einsetzen musste. Für die für Popo natürlich Moraidon, ne? Draschel. Nice. Ist das nicht auch die Vorentwicklung von Brutalanda? Müsste, ne? Steinhaupt von Draschel. Nice. Aber kriegen wir ja hin. Ne? Drachen-Pokémon haben entsprechende Probleme mit Feen-Pokémon. Deswegen, ja, Viscagott, okay. So, jetzt drehen wir das mal so. Und gleich der Spaß verdorben. Wir bleiben mal dabei. So. Weiß nicht, ist Viscagott eigentlich auch ein Drachen-Pokémon? Attacke ist aber zumindest sehr effektiv. Das ist schon mal was Gutes. Nicht wundern über das Quietschen. So, Maxax. Maxax. Bleiben wir dabei. Ach ja, das ist das. Ja. Zauberschein. Bam! Weg ist es. So. Und Raichu 48. Lernt ja nichts mehr. Das kann ja schon Donner. Dabei habe ich so viel trainiert. Ja. Manchmal irrt man sich auch, ne? So. So. Was ist hier? Hier ist jetzt nicht viel Besonderes. Würde ich sagen. Und vielleicht könnten wir hier nochmal hoch. Ah, da haben wir Items. Guck mal. Top Aether? Warte mal. Ist hier schon der Ausgang? Hier ist ja schon der Ausgang! Ja, nice. Hier ist ja schon der Ausgang. Coolio. Wir fliegen mal hier schön runter. Jetzt sehen wir das schön zum ersten Mal. Ich wusste, dass da noch ein Trainer ist. Entschuldigung. Ja. Können wir kämpfen? Also so... so als Andenken an meinen Besuch in Azralia. Azralia. Der Rico. Ja, da oben sind noch Items. Was ist das? Synchro. Scarabax. Ist das eine Entwicklung von Scaraborn oder sowas? Keine Ahnung. Bodycheck. Okay. Oh, sogar ein Volltreffer. Haut auch nochmal drauf zurück, weil es Bodycheck ist. Ich mache mal Psy-Strahl. Vielleicht ist es sehr effektiv. Nee, ist sogar nicht sehr effektiv. Interessant. So. Oh, Lucario bald 49. Meine Güte. Nein, sind wir noch nicht. Wir sind in der Höhle der Stadt. So. Dann mal hier hoch. Och, Koraidon. Geht doch.
Ein Top-Elixier. Noch ein Top-Elixier. Wie weit geht's denn hier jetzt noch runter? Oh, hier geht's woanders runter. Ist ja schon wieder 22 Uhr. So langsam habe ich's drauf mit Tag und Nacht. Aber ist böse, weil ich denke, ist ja nicht so spät. Könnte man jemanden anrufen? Ja, da sollte man eher aufpassen, würde ich sagen. Südliche Zone 6. Alter! Wo bin ich hier? Das ist die südliche... Oh! Hier gibt es einen Delfin. Das Delfin-Pokémon, ne? Jau, das ist wahrscheinlich hier so zum Strand, ne? Gehen wir mal demnächst mal hin. Ich mal sagen, nachdem wir den Orden vielleicht gemacht haben. Jo! Moment. Nein, ihr seht alle normal aus. Und dann renne ich schnell weg. Jo! Pupita! Leck mir am Zückerli! Wilde Pupitas! Hier zu dem Item wollte ich noch. Und zu dem Trank wollte ich... Zu der TM wollte ich auch noch. Hallo? Ein Beleber! So. Fokusstoß. Okay, interesting. Da ist nichts. Da oben kommen wir wahrscheinlich... Da ist noch ein Item. Na, lustig wird es nur sein, dass uns gleich das Molunk oder die beiden hier uns anfeuern möchten. Ja, und reingelaufen. Gardevoir, wo bist du? Gardevoir! Ich sehe dich nicht! Gardevoir? Ah, Gardevoir ist in Koraidon drinne. Ich finde es sehr lustig. Oh, Gardevoir 48. Da muss ich mal auch... Yo, guck mal, habe ich doch geschafft. Ich bin gut. So, ovaler Stein. Eiförmig, Entwicklung. Ja, kann nur für Scharnierer sein. Ne, für Voneira zu Scharnierer. Und wir haben da wieder einen Molunk. Brüllnet, ich musste dich gerade leiser stellen. Selber schuld. Warte mal, warum bin ich da oben jetzt auf einmal? So. Lucario 49. Whee! Ja. Aua. Die Schatzsuche macht so viel Spaß. Dich zu besiegen wird noch mehr Spaß machen. Glaubst du? Alicia. Das glaubst nur du. Rockheimer. Will ich auch haben. Ah, ich hab Gardevoir, das reicht. Oh oh, du kannst angreifen, ne? Machen wir mal Säuselstimme. Oh, sehr effektiv auf Fee. Fee ist sehr effektiv auf Unlicht. Sehr gut zu wissen. Oh, Hochmut. Haha, geile Dingens. Manti-Idea kenne ich nicht. Geile Fähigkeit, Hochmut. Was zum Fick ist das? Müsste ich, glaube ich, auch irgendwoher kennen, ne? Oh, ich habe für eine Verwirrung gesorgt. Freut mich. Schlägt es sich auch? Ja. Man muss mal da ein bisschen warten. Es ist immer so spannend zu wissen, ob... Oh. Ja gut. Damit seine Kampf- und Fähigkeit nicht mitbekommt, schläft Mantidea erstmal. So, Zauberschein. Guck mal, hier sieht man sogar, ist komplett ausgeschrieben, ne? Mit dem Symbol, nur im Kampf halt nicht. Finde ich sehr gut gemacht. Eine der wenigen Sachen, die Game Freak gut gemacht hat. So, besiegt. Verlieren macht keinen Spaß.
Aber manchmal muss man auch verlieren, um zu gewinnen. Ja. Wie komme ich jetzt? Wie komme ich jetzt eigentlich wieder nach hoch? Beziehungsweise, wo bin ich jetzt? Oh mein Gott, ein Haufen voller Molungs. Ich sehe einen Ausgang. Moment, nein, falsch. Wait. Who am I? Wo bin ich? Das Pokémon will ich mir schnappen. Ja, manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen. Genau. Ist das etwa der... Nee, das ist der falsche Ausgang. Das ist wieder ein anderer Ausgang, ne? Das ist aber nicht der Ausgang, wo ich... Doch, das ist der... Nee. Das ist wieder ein anderer Ausgang, oder? Wait. Ich bin komplett verwirrt. Oh, guck mal, Familie Trump ist jetzt... Hundemon in der Terraform! Was hat's als Terraform? Geist! Nice! Ey, das sieht doch mal fancy aus! Alles nur effektiv. Egal, erstmal müssen wir es platt machen. Oh oh. Oh oh. Ich muss einmal noch Säuselstimme. Oh nee, bitte nicht abkratzen. Gut. So, ich darf es jetzt nicht umbringen, das Hundemon. Ich muss es jetzt fangen. Und ich werde es auch fangen. Erstmal ohne Schlafen, dann mit Schlaf. Also sprich Hypnose. Und es hat auch ohne Hypnose funktioniert. Das finde ich sehr schön. So. Sehr gut. Oh. LP ist auch noch bekommen. Hundemon. Das Hades-Pokémon, Unlichtfeuer, wird man von den Flammen getroffen, die es aus seinem Maul schießt, so erleidet man eine Brandwunde, dessen Schmerz nie nachlässt. Ew. 35 Kilo schwer, 1,4 Meter groß. Hundemon ist ein schönes Pokémon. Hundus, da habe ich ja schon. Und es steht ein Zubiris drin. Es will unbedingt aufs Maul kriegen, ne? Egal welches Zubiris, es will unbedingt auf die Fresse. Also richtig bam. Richtig bam, bam, bam. Manchmal verläuft man sich zur falschen Arena. Vor allem in Shiny. Ja, wenn man es in Shiny, also wenn ich es in Shiny sehe, dann ja. Wait. Habe ich da gerade irgendwie wieder was? Na egal, nee. Doch, ich bin wieder... Hä, bin ich wieder... Hä? Koraidon, ich bin verwirrt. Wo sind wir? Das ist ein Lavita. Wir müssten eigentlich... Wir müssten da hoch, ne? Eigentlich. Oder nicht? Um da mal irgendwie mal wegzukommen. So. Oder war es nicht da? Genau, da lang müssen wir. Und wir rennen in das Pupita rein. Nein? Will es uns aber... Ja, es will uns an die Gurgel. Komm, dann kämpfen wir gegen das Pupita. Nice. Ich liebe die Discord-Integration im Steam Deck. Stream Deck. Ja. So, Säuselstimme. Bam. Ich könnte es fangen, wie gesagt. Ich könnte es fangen. Wenn ich Bock hätte. Aber ich will es nicht fangen. Ich will ja eins der Lavitas... Die ich ja am Wochenende gefangen habe, will ich ja auch gerne entwickeln. Ui. Auf Knopfdruck in die Voice Chats. Da ist ja nicht schlecht gemacht. Ach, du bist bei mir jetzt auf einmal im Voice Chat. So. Wir sind ja schon sowieso gleich da. Ah ne, da kommt noch ein Trainer, ne?
Ja, komm, dann falsch. Halle. So. Das ist der letzte Trainer hoffentlich aus dieser... ich will weiterfliegen. Was schlägt Wasser nochmal? Feuer. Gestein. Boden. Warst du nicht im Unterricht? Mann, Mann, Mann. Akademieschülerin Marilia fordert dich heraus. Ja. Wie die schon guckt. Was ist das? Da hinten steht ein Pupita. Brimaro. Brimano. Okay. Klingt wie so ein Brimano. Klingt wie so Edelmodehersteller, ne? Neu von Brimado. Der Zweiteiler Sakko mit goldenen Hosenstellen. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Ja. Ist anscheinend auch Fee, oder? Weiß ich nicht. Man könnte es glatt zum Typ Fee eigentlich schätzen, ne? So, der einzige Pokémon? Nee. Oh, da kommt Gardevoir. Guck mal. Wir könnten ja mal... Komm, wir setzen mal Gyarados ein. Gyarados liegt mit dem Level wirklich hinten. Das gefällt mir geradewegs gar nicht, ne? Eigentlich wäre das ja hier auch gefundenes Fressen für Gyarados. Vor allem für Gyarados. Mariella. Erstmal Bedroher. Ne, kann ich die Fähigkeit, die meins kann. Ja, stimmt, weil es ja Fee geworden ist, hat es ja jetzt ja auch noch. Es ist jetzt ja normal effektiv. Ach Mist. Wunschtraum. Okay. So, dann machen wir mal Hydropumpe. Boom. Weg ist es. Hat sie noch eins? Nein, das war's. Aber es gab ein Doppellevel-Up. Du scheinst ja keine Probleme damit zu haben. Nö, hab ich nicht. Was wollt ihr von mir? Was wollt ihr von mir? Na gut, dann gehe ich. Tschüss. Oh, Item. Nein, Capuno, das ist meins. X-spezieller Angriff. Bleh. Das ist ein Molunk. Sag, nee, komm. Bleiben erstmal. Ah, guck mal, ich wusste es. Ah, drei Superbälle. Nice. Und hier geht's auch nochmal hoch. Was haben wir denn hier? Oh. Wusste ich's doch. Noch ein Trainer. Lieferant. Verflixt. Na, bist du gefangen? Was für ein ätzender Weg bis zur Stadt. Mimi. Sag nix, Fernando. Fernando. Warum hast du diesen Weg genommen? Fernando. Ach nee, das war Alejandro, ne? Zähigkeit von Pampros. Okay. Ja. Zauberschein regelt. Denke ich mal zumindest. Ja. Verteidigung steigt. Jetzt kommt der Ramboss. What? Okay. Rasieren. Dann aber sowas von. Ich hab gesagt, dann aber sowas von. Erstmal Surfer. Kawumski. Wenn du noch ein Boden-Pokémon hast, her damit. Gerne. Fernando. Das war's? Na gut, Fernando. Ja, Fernando. Natürlich. Puh, hier ist noch irgendwie was. Come on. Ja, sag ich doch. Hier sind noch Items. Hier ist noch ein Trainer. Hier sind noch Pupitas. Hier geht's auch raus? Wie sieht das Wetter heute aus? Ja, das hatte ich schon bei Update heute. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich hier gleich runterfliege. Oh, Koraidon.
Ich hätte so gelacht, wenn ich da einfach nur runtergefallen wäre. Warte mal, oder war das nicht der Ausgang, wo wir eigentlich nicht hin wollten? Egal, bekämpfen wir die Trainerin hier. Ist jetzt ein anderes Pokémon vorne, aber egal. Lass mich dir zeigen, warum das Wetter für mich so wichtig ist. Ist das eine Meteorologin? Ne, Wanderin ist das. Guck mal. Ich finde es ja cool, dass Wanderinnen dazugekommen sind. Ne? Auch wenn ich beim letzten Mal irgendwie gesagt habe, die sehen mir zu männlich aus. Finde ich jetzt irgendwie gar nicht, ne? Aber ich finde, das finde ich cool, dass Wanderinnen dazugekommen sind. So, erstmal soll Hippoterus mal auf den Blumentrick reinfallen. Weil das nicht nur sehr effektiv ist, sondern auch ein Volltreffer war. Ich bin dagegen bei Wasser und Gestein und Boden-Pokémon Imber. Definitiv. Oh, Raichu auch gleich auf 49. Scheiß Sandsturm. Ne, wir wechseln nicht. Vulvarok. Oh, welche Form? Ah, die ganz normale. Sieht aber eigentlich auch sehr knuffig aus, ne? Boom. Und weg ist es. Auch wieder ein Volltreffer. Ja, es ist eine. Der Blumentrick, die Attacke Blumentrick ist durchgehend ein Volltreffer. Eine Volltreffer-Attacke. So, Raichu 49. So. Ein Sandsturm ist auch eine Art des Wetters. Ja. 7000 Poké-Dollar. Heuiuiui. Bisher der höchste Betrag, finde ich. Jetzt gucken wir mal, was uns hier erwartet. Zubiris. Und dann kommen wir hier raus. Südliche Zone 6. Wo ist es? Oh. Das wäre, glaube ich, woanders, ne? Wir waren ja hier irgendwo, ne? Wait, what? Es gibt hier wilde Galagladi? Nice. Naja. Können ja jetzt ja wieder ganz normal laufen. Sieh dir diese Muckis an. Ne, möchte ich nicht. Du bist kein Wanderer. Du kämpfst nicht nur gegen mich, sondern auch gegen meine hart antrainierten Muckis. Entschuldigung. Henning, tut mir leid, aber du bist zu sehr in dich selbst verliebt. Geh lieber mit Knattox ein bisschen knattern. Machen wir mal einen Nachthieb. 10 Level Abstand, ne? Kann aber was werden. Ja, Kreideschrei. In Ordnung. Da wären schon Viertel nach 10, ne? Machen wir mal bis. Nam nam. So. Was hast du als nächstes? Das war's? Du wolltest schon selbst antreten, oder was? Ja, du hast meine Muckis einfach ignoriert. Das ging nicht um deine Muckis, Junge! Oh mein Gott! Oh, eine Tasse. Guck mal, was wir hier haben. Nochmal Nachthieb. Ich glaube, das bringt nichts, ne, oder? Das bringt nicht viel. Komm, noch eine Evolution weniger. Oha. Der Boden breitet sich ein dichter Nebel aus. Ja. Fehlgeschlagen. Noch einmal Nachtnebel und dann... Ich wollte gerade sagen Hypnose, aber Gardevoir ist besiegt, ne? Nebelfeld bringt nichts. Wow. Schlabberzone Zeichentablet war eigentlich 59,99 seit Jahren auf 69,99. Jetzt angeblich von 79 Euro runtergesetzt auf 49 Euro. Schlabberzone. Achso, Amazon. Ja, ist Black Friday. Black Week. Oder Cyber Week. Keine Ahnung. Irgendwas mit einer Woche. Morgen ist ja. Oh ne, übermorgen ist ja Black Friday, ne? Jetzt auch nichts geradewegs Großartiges kaufen. Ich würde gerne was, aber ich wüsste nicht was. So ein Kallax-Regal wäre nicht schlecht, aber das kriege ich nicht bei einer Cyber Week. Nee, ich wollte nicht gern angreifen. Ich versuche nochmal das... Ach ja, hier, morgen ist ja Thanksgiving. Ja. Oh, Felinara, lass dich fangen. Ich habe ja eventuellerweise gesagt, dass ich Freitag ja nochmal streame, ne? Ah, mal gucken. So, komm, jetzt aber hier. Felinara, Hyperball. Sehr schön, bequem. Liebeskuss. Alter.
Jetzt holt sich das KP wieder. Ja, dann machen wir nochmal Biss. Noch nicht im roten Bereich. Sehr gut, nochmal Biss. Wenn das jetzt ein Volltreffer ist, lache ich. Heieieiei, kann nicht angreifen, sehr gut. Und Lichtschild hat aufgehört. Mir egal, Hyperball. Wenn nicht, gehe ich auf Pokéball zurück. Ey, das gibt's nicht. So, allerletzter Versuch mit Hyperball. Wenn es nicht klappt, bringe ich dich um. Ach nee, komm, weißt du was? Ich hab gerade keinen Bock auf dich, Felina. Aber wenn du nicht willst, nee, dann komm. Ich habe aber jetzt keine Lust, dass mein Starter jetzt irgendwie drauf geht dabei. Nö. Habe ich keine Lust drauf. Doch. Keine Lust drauf. So. Kommt noch was? Nein. So. Azarilla. Na, hast du Spaß am Kämpfen? Ja, habe ich. Wie viel muss ich hier besiegen? Oh! Flammenblitz! Nice! Nice, nice. Dann können wir ja gleich mal gucken, ob Fiaro Flammenblitz lernen kann. Na, erstmal lassen wir die Pokémon heilen. Dann ist Gardevoir auch wieder da. Dann gucken wir mal, ob Fiaro Flammenblitz lernen kann. Ich meine, ich habe sogar mein Fiaro im Pokémon X sogar beigebracht. Warum ist denn eigentlich hier auch so? So. Da oben Beutel. Haben wir denn die TMs? Das ist Ladestrahl. Standpauke. Regentanz. Dönerwelle. Flammenblitz, da hatten wir es doch. Kann es lernen. Nice. 120. Nitro-Ladung macht nur 50, ne? Fiaro scheint nichts dagegen zu haben, Flammenblitz nicht zu erlernen. Bitte was? Okay. Oh, ich weiß nicht. Ich überleg's mir mal noch. Also wenn es, ich weiß nicht, ob es selbst ja noch in dieser Gen sogar, ich glaube, das lernt sogar selbst Flammenblitz, ich weiß es nicht, ne? Irgendwie sowas. So, ich muss aber trotzdem mal was tun. Willkommen, ich muss was verkaufen. Wo ist der ganze Scheiß? Hier alleine 3 Stück davon. Hier alleine 1 davon. Hier 2. Ich benutze die Dinger nicht. Deswegen alle schön verkaufen. Gibt gut Geld. Ne? So, zack, verkauft. Auch hier weg. Sehr gut. So, ich muss gerade mal gucken, wie viel. Oh, ich habe ja noch genug, ne? Top-Tränke habe ich. Ich finde halt auch sehr viele. Ne? Ich kaufe vielleicht mal ein paar Hyperbälle nach. So viele, wie ich heute schon verballert habe. Oh ja, eine Menge. Kaufen wir 25 mal nach, kostet 20.000. War auch nicht schlimm. So. Aber ein Gierspenst ist aktuell hier nicht gut. So, dann schauen wir uns mal ein bisschen die Stadt an. Damit sind wir auch schon bald an unserem Moment. Achso. Ein Fleckmon. Er plätschert. Ja. Es plätschert, okay. Spezialwert. Oh Gott. Ganze Dinger schon verkauft und jetzt kriege ich sie wieder in den Hintern geschoben. Supi. Was ist denn hier? So riesig. Sie sind durchaus bekannt. Geschirr aus Azarilla wird in ganz Paldea als Handwerkskunst geschätzt. Ah, okay. Wahrscheinlich dann auch deswegen diese... Oder was? In der Ruhe liegt die Kraft. Okay. Keramik wird in Töpferöfen geboren. Man legt geformten Ton hinein, wo dieser dann über mehrere Tage hinweg gebrannt wird. Ja, da kann man nicht rein, war ja klar. Hier kann man auch nicht rein.
Ja, da sind die Restaurants. Oh, hier ist ein Brunnen. Wie schön das aussieht, kann man wohl trinken. steht direkt da drüber. Hallo Kirillia. Oh, ein Spoink. Oh, guck mal, und jetzt plätschert es nicht mehr so, ne? Weil es jetzt ja schwimmen kann. Simpel und schlicht. Ja. Ich gehe aber mal runter vom Koraidon. Die schlichten Pokémon-Designs an der Sternwarte sind total goldig. Könnte beinahe Pixelart sein. Der Sternwarte? Ach, das ist die Sternwarte wahrscheinlich, ne? Okay, ich kann mit dem Pokémon reden, aber die Kameraperspektive versaut es mir, mit den Älteren zu reden. Hier mit Oma und Opa. Den Älteren. Lichtleben. Ein Item zum Tragen verlängert die Dauer. Okay, von was auch immer habe ich jetzt nicht lesen können. Gehen wir erstmal hier lang. Haben wir wieder ein Café. Haben wir wieder ein edles Restaurant. Haben wir einen Bäcker. Ich wollte heute noch picknicken gehen mit meinen Pokémon, ne? Oh mein Gott, ich sehe ein Bogoggle-Logo. Okay. Ich meinte Botogel. Ich nenne es aber irgendwie ganz heimlich Bogoggle. So süß. Eigentlich bin ich vor allem wegen Arenaleiterin Tulia hier. Aber diese Teller sind auch niedlich. Was für... Achso, die Teller da. Ich hätte schon mal gerade gefragt, was für Teller? Du machst nur Selfies. Willkommen. Ja, Post. Kunst des Brennens. Ah, ich verstehe. Begrenzer. Nice. Eigentlich würde jetzt ein ganz anderer Look passen, weil wir irgendwie mitten in der Pampa sind, ne? Ich würde mal die Sommeruniform nehmen. Wie sieht denn die Frühlingsuniform aus? Okay, das ist also die Sommeruniform. Die hatten wir ja zu Beginn an, ne? Ja, zack. So, wir sind ja hier im Warmen. Also, auf geht's. So. Es sieht hier schon, die Musik hört sich auch schon so an. Jetzt haben wir so, ne, Tausend und eine Nacht. Was haben wir denn hier? Ich glaube, mit dem kann ich auch nicht reden. Ja, viele von diesen Vögeln, ne? Aufwecker. Ich kann mit dem auch nicht reden. Also, das ist auch sehr lustig, dass du hier Personen hast, mit denen du gar nicht... Oh mein Gott! Nein, ist nicht wahr! Das sind die Pik... Oh mein Gott! Oh, Gen 1 wird hier... Oh mein Gott! Die erste Generation wird hier aber sowas von gehuldigt. Oh mein Gott! Für die, die es nicht wissen sollten, für die, die nie Rot-Blau und Gelb gespielt haben, Schande, nachspielen kann man es immer, das, was ihr da seht an diesem Gebäude, das sind die kleinen Symbole, die kleinen Sprites von den Pokémon aus Gen 1. Ja. So sahen die Pokémon damals aus. Auf dem Game Boy. 1996. Guck mal, da haben wir es. Oh my goodness. Ne? Da. Das links ist, soll Pipi sein. Hier. Das ist immer gezeigt worden, wenn du Surfer hattest. Oder wenn es Wasser-Pokémon waren. Shiggy wurde immer so gezeigt. Ja, hier wiederholt sich's wieder, ne? Das ist dann immer Bisasam gewesen. Hier, bei Gen 1 in Rot und Blau. Und in Grün wurde mit diesem Sprite hier Pikachu immer gezeigt. Bis es ja dann in Gelb seinen eigenen Sprite bekommen. Oder Lapras, ja, ist auch egal. Alter, nice. Mega. So, bin am Zielort angekommen, aber ich will jetzt erstmal... Oh, Item. Oh mein Gott, die sind auch hier auf der... Oh mein Gott, guck dir das mal an. Oh my goodness. Warte mal, wir könnten ja mal... Warte, wir könnten ja vor...
Moment, wir könnten Folgendes machen. Ich habe eine Idee. Ich habe eine kleine Idee. Ich muss ja was an meinem Trainerpass noch ändern. Moment. Nee, das war nicht hier. War das hier? Genau. Oh. Geht das nicht? Achso, ich muss auf X machen. Nee, ich... Oh, anders. So, jetzt. X. 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 Oh, Mann. Profil. So, das bin jetzt ich. Anzeige ändern. Genau, das wollte ich ändern. Foto ändern. Trainer-Icon. Kamera-App öffnen. Ja! Boom! So macht man das! Ja, gesammelte Orden 13. Oh, interessant. Bekämpfte schildernde Pokémon. Also ich weiß unter anderem, ich habe keine Shinies umgebracht. Ich bin gut, ich habe keine Shinies umgebracht. Gesammelte Rezepte 5. Entschuldigung. 31 Stunden, 55 Minuten. Ne? Man kann ich hier drüber auch einfach Pokédex? Tatsache. Ne? So. Oh. Das ist aber echt cool gemacht, ne? Das ist so mega. Ja, hier, das Pokémon zum Beispiel, das wurde ja dann immer mit Tauros gezeigt. Oder ich glaube in Gen 2 sogar mit Miltank. Ne? Aber das sieht so halt auch rötlich. Oh mein Gott. Echt, da kriegt man wirklich so Flashbacks wieder, ne? Item. Fokusstoß, okay. Ja, damit wurden die meisten Käfer-Pokémon gezeigt. Hier halt Pipi, Pummeluff und Pikachu. Alle Wasser-Pokémon. Und irgendwie alle Boden, Feuer und was weiß ich nicht, Pokémon wurden hiermit gezeigt, ne? So, nochmal Koraidon. Sehr gut. EP-Bonbon XS, nice. So, was haben wir denn hier eigentlich? Ach, guck mal, hier ist... Ah, okay. Oh, das ist sogar auch hier, das Arena-Logo ist sogar auch in Pixelart. Nice. Oh my goodness. Freunde, das wird spaßig. Oh mein Gott. Das sieht so cool aus, ne? Hätte ich echt nicht gedacht. Das sieht so mega aus, ne? Oh, ich sehe da hinten, hinter der Arena ist ein Item. Okay. Sogar eine TM anscheinend. Protzer. Ja, ist jetzt nicht so mein Fall. Habe ich ja schon einmal eingesammelt. Der hiesige Kampfplatz wurde ursprünglich als Sternwarte angelegt. Ah, okay. Deswegen wurde vorher Sternwarte gesagt, ne? Ja. Was haben wir hier? Nugget! Das ist das erste Nugget, was ich hier in Karmesin finde. So langsam, so träge. Es faulenzt ja, das ist Phlegmon. So, da sehe ich wieder. Warte, was haben wir hier? Es muss doch bestimmt schrecklich anstrengend gewesen sein, bis nach Azarilla zu gelangen. Aber jetzt, da es dir einmal gelungen ist, kannst du jederzeit per Flugtaxi zurückkommen. Ja, Gott sei Dank, ne? So. Ein Wiener Ball, drei Wiener Bälle. Ich glaube, hier kommen wir gar nicht rein, ne? In die Botogel-Firma oder was das auch immer ist. Bogoggel. Nee, wir kommen hier nicht rein. Schade, schade. Jetzt sagt eigentlich die Uhr, 10:30 gleich. Ah, so, was haben wir hier? Noch ein TM. Delegator, nice. Auch eine tolle Attacke. Ja, oh Gott, ich sehe hier schon Pokémon. Guck mal, selbst in der Stadt sollen es sogar wilde Pokémon geben. Na, natürlich wird nur so die Umgebung gezeigt, ne? Mehr auch nicht. Dort oben auf dem Hang habe ich ein Pokémon gesehen, das mich an eine Teetasse erinnert hat. Ja.
Was ist hier? Also hier ist nichts Besonderes. Nun denn. Ja, okay. Dann würde ich mal sagen, auf zum nächsten Orden. Dich habe ich noch nicht. Ich würde da mal so gern mal reinschauen. Ja, musst du Orden machen, Freundchen. Musst du Orden machen. So. Ach, guck mal, wen wir da haben. Emilia. Ich habe schon von deinem Sieg gehört. Glückwunsch zum 6. Arena-Orden. Wusstest du, dass nicht mal 10% aller Herausforderer es soweit schaffen? Aber es überrascht mich kein bisschen, dass du zu dieser talentierten Minderheit gehörst. Danke. Keine Ursache, im Gegenteil. Ich muss mich bei dir bedanken. Also, wie wär's mit einer Aufwärmübung, bevor du dich an der Arena versuchst? Na los, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, Pokémon-Kampf natürlich. Ja. Natürlich ein Pokémon-Kampf, was denn sonst? Simp. Tada, hier werden wir kämpfen. So sieht das Gelände hier also aus. Okay, dann weiß ich Bescheid. Man sollte sein Umfeld immer vorher checken, weil man es nämlich unter anderem auf die Standfestigkeit der Pokémon auswirken kann. Sorry, dass ich dich einfach mitgezerrt habe, aber Aufwärmübungen können nie schaden. Also dann, Wadi, der Kampf ist das Ziel. Ja, wieder gegen die Rivalin. Nemilia. Steht auch nur Pokémon-Trainerin, ne? So. Wulverok. Wen haben wir vor? Ach ja, Gardevoir, wir haben ja wieder unser Team. Ich hab's ja wiederbelebt im Pokémon Center. Dann wollen wir mal sehen, mit welchem Können du dir 6 Arena-Orden erkämpft hast. Mit Cheaten? Nein. Sandscharrer. Interessant. Dann machen wir mal Psystrahl. Oh, 42. Interessant. Oh, Sandwirbel. Ja, treffen wir noch? Natürlich treffen wir noch. So, nochmal Psystrahl. Steinhagel. Haut gut rein. Psystrahl auch. Und damit weg. So. Wie viele Pokémon hat sie eigentlich? Pamomamo. Ist das nicht... Egal, wir machen. Komm. Pamomamo ist doch... Ich habe doch das Gefühl, dass es das ist, oder? Natürlich! Weiterentwicklung vom Pamo. Deswegen Schaufler. Lag ich richtig. Mann. Es wird mit mir besser. Und die Donnerwelle klappt nicht. Aua. Bam! Einem Schlag weg. So. Autsch, das hat gesessen. Dafür werden wir uns revanchieren. Naja, sie hat 4 Pokémon nur? Na gut, mal gucken. Was setzt sie jetzt ein? Oh, Lucario 50, Mascador Level 50 und Gardevoir versucht Mondgewalt zu erlernen. Mondgewalt ist, glaube ich, auch sogar stärker, ne? Oh, ich weiß nicht. Ja komm, Säuselstimme machen wir weg. Wir können es ja auch wieder erlernen, ne? Ist ja auch kein Problem. Whiskergott. Na komm, setz mal Gyarados ein. Braucht noch ein bisschen. Wäre schön, wenn es rot wäre. So. Kommt erstmal Bedroher drauf. So. Eissturm natürlich. Na, es ist ja Drache. Und Drache hat ja auch... Eissturm ist nicht so stark. Ach, Menno. Jetzt kommt erstmal Drachenpuls. Ja, ob das eine falsche Wahl war? I don't think so. Aber trotzdem nochmal Eissturm. Vielleicht gibt es mal einen Volltreffer. Sieht aber nicht danach aus. Ah, vielleicht müssen wir dir eine stärkere Eisattacke beibringen, Gyarados. Eventuell, vielleicht, warum auch nicht. So, einmal noch. Ja, kriegen wir hin.
Damit auch mal Garados mal ein bisschen mehr XP bekommt. Oh, meine Güte. Zweites Legendary gefangen. Nice. Oh, nochmal Drachenpuls. Ich glaube, es wird jetzt auch knapp. Ja, 20 KP. Aber Garados kriegt's hin. Ah, ich sag, Eissturm muss mal weg. Also ich weiß nicht, ob wir noch, ob es die TM Eisstrahl geben wird oder ob sie es überhaupt gibt. Ob man die bekommen kann, das ist eher die Frage. Sonst müsste ich nämlich bei Londa. Bei Londa, bei Londa. Amigos, adios. Adios, es el sayonto. Legendary sind weird. Kann sein. So. Oh, ich liebe diesen Nervelkitzel, aber der Kampf ist erst vorbei, wenn er vorbei ist. Ja. Oh Gott. Diese Ente. Gottes Willen. Mach es schnell, bitte. Jetzt geht der Spaß erst richtig los. Terra-Kristall-Orb, was? Hätte ich auch einsetzen sollen, ne? Scheiße. Wir haben heute nicht einmal eine Terra... Doch. Habe ich gemacht? Nein, wir haben gegen eins gekämpft. Aber nicht eine gemacht. Vielleicht sollten wir in der nächsten Runde auch eine machen. Wäre eine Idee. Blumentrick. Vielleicht kriegen wir es auch so mit dem Blumentrick weg. Weil es ja Volltreffer ist. I love it. I love it. Tja, der Tanz ist vorbei bei Londa. Bei Londa. Tja. Katzi hat gesprochen. Katzi hat besiegt. Ich wusste es. Du bist genau der Richtige. Was? Heiratsmaterial? Tja, dieser Sieg geht an dich. Du wirst wirklich immer stärker. Jetzt, ja, jetzt ist es soweit. Oh nein, sie will einen Antrag machen. Nein, du und deine Pokémon habt euch aufgewärmt und seid perfekt vorbereitet. Hier ein kleines Dankeschön für den Kampf. 3 Top-Tränke. Bis zum Champ-Rang fehlt nicht mehr viel. Gib bei den letzten 2 Orten nochmal richtig Gas. Ich bring dich noch schnell zum Empfang zurück. Aber nicht meine Pokémon heilen. Nein, überhaupt nicht. Oh, doch. Ja. Aber, weil ich gestern überzogen habe, leicht überzogen habe, und heute mal pünktlich Feierabend machen möchte, ist es für heute gewesen mit Karmesin. Ja, meine Lieben, ne? Haben heute genug gemacht. Wir sind ein bisschen vorangekommen. Also guck mal, 2 sind auf 50, 2 sind auf 3 sind auf 49. Und ja, Garados braucht noch Training. Garados kriegt Training. Garados bekommt Training, wenn Garados es wirklich haben will. Ne? Muss ich auch nochmal sagen. So wie es ist. Aber Garados wird Training kriegen, definitiv. Was ihr aber jetzt kriegt, ist nämlich mein Feierabend. Und ich habe das schon bei Update so ein bisschen erwähnt. Ich werde eventuellerweise am kommenden Freitag vielleicht mal den Stream anschmeißen. Ich überlege mir das noch. Also es steht ja nicht im Wochenplan drin. Das habe ich ausnahmsweise rausgelassen. Normal ist ja montags, mittwochs, freitags. Das wisst ihr ja. Aber ich habe es ausnahmsweise mal rausgelassen, weil ich mir gedacht habe, ich habe eigentlich noch so ein bisschen was zu erledigen. Nächste Woche geht ja für mich meine Umschulung los. Also da muss ich dann noch ein bisschen was machen und so. Und außerdem wollte ich noch ein bisschen hier im Haushalt etwas machen. Und ja, mal gucken. Vielleicht kriege ich es am Freitag hin. Ich muss sowieso auch noch für Dercho TV ein bisschen was vorproduzieren, damit das alles auch klappt nächste Woche. Ne? Ich muss noch 3 Folgen Pokémon noch aufnehmen. Ne? Also sprich von Pokémon X, müsste ich sagen. Und ja, deswegen, vielleicht am Freitag noch gibt es einen Stream. Aber ob ich Karmesin weiterspiele, ich denke nicht. Ich werde vielleicht sogar auch mal Legenden wieder rauskramen. Oh, das war jetzt... Ich hatte mein Handy die ganze Zeit nicht stumm. Ja, lohnt sich jetzt eh auch nicht. Ich habe sowieso heute irgendwie Probleme mit meinem Handy anscheinend oder mit meinem Handyanbieter, weil ich nämlich fast den halben Tag irgendwie kein Handynetz hatte. Also ich konnte weder telefonieren noch Dingens. Und ich bin ja hier im WLAN drinne, aber es funktioniert anscheinend alles. Also mache ich mir keine Sorgen, muss ich mal ganz ehrlich sein. Deswegen... Alles gut. Ja, so muss es sein. So, ich mache aber jetzt mal Folgendes. Ich schaue mal kurz mal rein, bei wem wir nämlich reinhosten können. Der im Übrigen ist auch auf Deutsch eingestellt. Kanäle auf Deutsch. Guck mal, ja, warte. Kanäle auf Deutsch.
Ich weiß nicht. Gerade wirkt es nicht so fein aus, ob ich jetzt eine der hosten soll. Da soll ich hin hosten oder hin raiden. Host gibt's ja nicht mehr offiziell. Ne? Ist ja jetzt so. Och, meine Fresse. Hat super funktioniert. Ne? Und was haben wir heute nicht gemacht, Freunde? Ja. Wir haben heute definitiv nicht gedingst. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Picknick, gepicknickt. Also nächstes Mal schon. Spätestens nächste Woche, dann aber Mittwoch wieder. Mit Pokémon-Legenden. Pokémon-Legenden, sage ich schon. Pokémon-Karmesin und Purpur. Vielleicht am Freitag Pokémon-Legenden. Vielleicht aber auch was anderes. Ich weiß es nicht. Aber, naja, was soll's. So, euch einen schönen Abend. Haut's rein. Bleibt gesund und bis Freitag vielleicht oder erst bis am Sonntag. Alles Weitere entnimmt ihr dem Wochenplan. Gibt's im Discord, gibt's im Facebook, Twitter, Instagram. Findet ihr alles. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss, bis dann.